gehabt habt. Jetzt müsste es gehen auf jeden Fall. So, also, wir schauen uns Game Dev Studio an. Und ja, ihr habt jetzt ein bisschen was verpasst, aber nicht viel im Endeffekt. Sondern ich habe jetzt nur die Tische aufgestellt, die Toilette eingerichtet, das Gebäude hier nochmal gekauft und fertig. Wir haben jetzt ein paar Leute eingestellt. Mehr ist es eigentlich nicht, beziehungsweise noch nicht eingestellt, sondern erst einmal geguckt, wer überhaupt kommen will. Ich verstehe nicht, warum das gehangen hat, aber egal. So, Jobangebot angenommen. Cedric Everett hat ihr Jobangebot für eine Stelle als Designer angenommen und fängt heute an. Geile Sache. Charles Scott ebenso. Artyom. Und Kendall Hellman. Ruslan, Wanda. So. Großartig, mehr Leute bedeutet, dass die Arbeit an Projekten schneller abgeschlossen wird, da ihre Entwickler die Aufgaben untereinander aufteilen. Behalten Sie immer Ihre Finanzen im Auge, wenn Sie neue Leute einstellen. Mitarbeiter müssen bezahlt werden und Sie werden anfangen oder was? Mitarbeiter müssen bezahlt werden und sie werden anfangen, anderswo zu arbeiten, falls sie sich ihre Gehälter nicht leisten können. Achso, ja, okay. Erstmal weiterlesen vielleicht, idealerweise. Und jetzt kommen wir endlich zum Kern dieser Branche. Spielentwicklung. Geil. Wir brauchen eine Spielengine, was bedeutet, dass wir entweder selbst eine erstellen oder eine kaufen. Projekt Engines. Okay. Engine. Projektion 2D. Sie müssen zuerst ein Team auswählen, bevor Sie die Funktionen. Achso, neue Engine. Engine Update überarbeitet. Überarbeiten. Okay, das ist schon echt mega cool. Okay, wir brauchen ein Team. Studio. Arbeitsaufwand 50 Punkte, betreffende Fähigkeit Software verstärkt durch Spezialisierung in Rendern. Gesamter Arbeitsaufwand, okay. Projektion 2D, Einkanal Audio. Oh, okay. Aufwand, Einkanal. Nee, wir machen dynamisches Musiksystem, oder? Bei Einkanal? Wir machen einfach mal alles. Engine-Name eingeben. Engine-Name. Haha. Okay, dann ist es jetzt da unten in der Leiste. Das ging schnell. Mit einer vorhandenen Engine können Sie an einem Spiel arbeiten. Es gibt viele Variablen, die den Erfolg Ihres Spiels beeinflussen, aber die Auswahl jedes einzelnen Features unter der Sonne gehört nicht dazu. Aha. Was? New Tweet from Stream Elements. And we'll be happy to help out with the bot settings. Matt? Okay. Just a second. Wo wird das hier gepostet? Ich muss ganz kurz was gucken. okay. Was auch immer. Egal. Wir machen weiter. Bild ist nochmal da. Ja, alles klar. War ja klar, ich wieder. Ja, Gamer, natürlich du. Die Auswahl vieler Funktionen für Ihr Spiel ist nur für ein Spiel erforderlich, das zu einem hohen Preis verkauft wird. Also vom Prinzip her ist das dasselbe Spiel. Prinzip wie Mad Games Tycoon so ein bisschen.
Interessant. Nur irgendwie ein bisschen anders da. Also natürlich anders da. So, neues Spiel. Wir brauchen ein neues Spiel. Wir erstellen ein neues Spiel. Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Thema. Thema Science Fiction, Fantasy, neues Entwerfen. Noch nicht bekannt. Keine Ahnung, was nehmen wir denn für ein. Nehmen wir einfach Science Fiction oder Fantasy? Wir nehmen Fantasy, komm. Genre nehmen wir einfach Abenteuer. Engine nehmen wir Gamers Engine. Publikum. Ich würde sagen, jeder, oder? Wir machen ja nichts Schlimmes. PC natürlich. Das Studio-Team. Komplettes Spiel. Dann Perspektive. Erste Person, dritte Person, Top-Down. Wir machen ein Fantasy-Abenteuerspiel. Wir können auch dritte Person, Fragen der Fragen. Ich würde fast sagen, wir machen dritte Person. Person. Geschichte, lineare Geschichte. Verzweigende Geschichten. Entschuldigung. Mehrere Enden. Nee, wir machen jetzt einfach mal so ein schlichtes. Wir machen jetzt einfach mal so ein Pille-Palle-Standard-Ding. Lineare Geschichte fertig. Dialog, Conversation System. Teilweise vertonte Charaktere, vollvertonte Charaktere. Wir machen einfach ein Dingsbums-System. Grundlegendes Weltdesign. Ja, warum nicht? Ja, komm, wir hauen einfach raus. Was brauchen wir? Spielspeichern ist wichtig. Wählbarer Schwierigkeitsgrad. Tipps und Hinweise. Akkurate Waffenmechanik. Bewegungsfreiheit, akkurate. Ja, wir haben ein lineares Geschichtssystem, deswegen Bewegungsfreiheit ist da, glaube ich, recht. Obwohl doch. Hochklettern, Hindernisse überwinden und andere Bewegungen ausführen können. Ja, okay, das ist schon was Interessantes. Kampfkünste, Heimlichkeit, Schleichen. Beim Abenteuerspiel Heimlichkeiten schleichen? Lass mal weg. Schwertkämpfer, ja geil! Hunger und Durst? Nee, wir wollen jetzt hier nicht so ein Dings machen. Wählbare Schwierigkeit von mir aus. Wir machen uns einfach mal so irgendwas. Stilisiert. Oh geil, der 8-Bit-Sound. Statische Umgebungsgeräusche. Wir fangen einfach wirklich klein an. So, wir brauchen doch einen Namen für dieses Meisterwerk. Na, Marx Abenteuer. Wähle Vorgängerspiel aus. Haben wir nicht. Engine haben wir ausgewählt. Kann nicht mit der Arbeit beginnen. Achso, Preis. Oh Gott, was machen wir denn für einen Preis? 30 Euro, komm. Bille. Der Spielentwicklungsprozess gliedert sich in drei Phasen. Konzept, Design, Entwicklung und Polieren. Das sind aber vier Phasen. Okay, Entwicklung und Polieren gehören zusammen. Die ersten beiden Stufen sind obligatorisch und das Polieren kann komplett übersprungen werden, wenn Sie es wünschen. In den meisten Fällen ist das Überspringen der Polierstufe jedoch wie das Unterschreiben des Todesurteils für den Erfolg Ihres Spiels. Grobes Gameplay und unzählige Bugs werden die Verkäufe senken. Na, logisch, ne? So, also die entwickeln jetzt. Also es gefällt mir schon mal sehr, muss ich sagen. Nicht nur das Design. Achso, wir können auch schneller laufen lassen. Das ist die erste Phase, das ist die zweite Phase und dann geht es in die dritte Phase über. Mega Origin veröffentlicht.
Mega hat seine neue Origin-Konsole veröffentlicht. Okay. Hey Chef, hast du eine Minute? Was geht? Was geht? Ich habe Leute im Büro gefragt und wir dachten, es wäre cool, wenn wir ein paar Gewichte heben im Fitnessstudio gehen würden. Was denkst du? Ich hoffe, mein Spiel wird erfolgreich. Ja, Marc, das hoffe ich auch. Warum nicht? Danke, Chef, bitte. Jetzt, da das Spiel in der Phase des Polierens eingetreten ist, solltest du vielleicht die Qualitätssicherung für dein Spiel prüfen oder es selbst testen. Die Qualitätssicherung wird das Spiel testen und Probleme finden, während sie noch dran arbeiten. Um das Spiel selbst zu testen, müssen die Mitarbeiter ihre Anstrengungen darauf umlenken, anstatt am Spiel zu arbeiten. Was bedeutet, dass Zeit verloren geht, die für die Arbeit am Spiel selbst aufgewendet werden könnte? Das Projekt Marks Abenteuer ist jetzt bereit, dazu veröffentlicht zu werden. Wir geben ihm gerade den letzten Schliff, aber das ist optional. Wir könnten es auch so veröffentlichen, wie es ist, wenn wir wollen. Alles klar, danke für die Info. Okay, jetzt muss ich hier draufklicken, Projekt testen. Starte QA-Session. Spiel ankündigen. Alter, das ist schon echt. Name ändern, Preis ändern. Wir könnten jetzt nochmal alles. Oh, geil. Okay, wir starten jetzt aber mal so eine QA-Session. Qualitätskontrolle. Ist der Prozess des ausgiebigen Testens eines Produkts, um Probleme innerhalb des Produkts zu finden, die der Entwickler beheben kann. Die Testphase wird eine Woche dauern und dich 10.000 kosten. Probleme zu finden und sie erhalten einen Bericht darüber, wie viele Probleme jeden Tag gefunden wurden. Sollen wir es einfach mal machen? Wir machen das einfach mal. Wir haben es eigentlich gar nicht, aber ich will halt gerne mal einfach testen. Aktivitätsurteil. Mit den Mitarbeitern trainieren ist leicht unterhaltsam. Okay, cool. QA beendet. Die Qualitätssicherungsfirma, die sie angestellt haben, um Tests an ihrem Spiel Marks Abenteuer. Marks Abenteuer durchzuführen, hat ihre Arbeit beendet. Hier sind die Ergebnisse. P0 Probleme, 2 P1 Problem, 5 P39 Problem gefunden, noch nicht behobene Probleme. Okay. Hier können wir mal ganz kurz stoppen. Okay, die arbeiten ja jetzt nochmal an den Sachen. Ach, die arbeiten die Probleme jetzt gleich raus. Kann das sein? Urlaubsanfrage. Kenner möchte für 2 Wochen in den Urlaub gehen. Wenn sie ihn genehmigen, wird er... Ja, warum nicht? Bist erst eingestellt worden, aber muss in Urlaub. Ist in Ordnung. Wir entwickeln gerade hier ein Spiel. Du willst einen Urlaub, Alter. Bist gekündigt. Raus! Ach so, das ist unser Budget da oben. Das Spiel ist fertig. An dieser Stelle können Sie es entweder freigeben oder die Arbeitszeit verlängern, um Ihre Mitarbeiter es weiter verbessern zu lassen. Das ist natürlich jetzt eine äußerst interessante Frage. Spiel veröffentlichen. Aber er sagt hier, Spiel veröffentlichen. Alles klar. Okay, dann veröffentlichen wir das Spiel. Marc, wehe, dein Spiel ist nicht erfolgreich. Sind Sie sicher, dass Sie das Spiel Marks Abenteuer zu diesem Preis veröffentlichen wollen? Wenn Sie mich fragen, ist es für den Größenumfang zu teuer. Okay. Wenn Sie jemals Hilfe benötigen, um einen guten Preis für das Spiel festzulegen, sollten Sie sich zuerst mit mir oder einem Manager im Büro beraten. Wir können zu diesem Thema recherchieren und einen Preis ermitteln, der für jedes Spiel, das wir machen, fair ist. Finde heraus, was ein angemessener Preis für Marks Abenteuer wäre und melde dich dann wieder bei mir. Jo. In Ordnung, ich fange sofort damit an. Noch etwas anderes. Lass uns über dein... Wie cool ist dieses Spiel, bitte? Was machst du? Lassen Sie uns über die Moral des Teams sprechen. Mitarbeiter entlassen. Ja, bist gefeuert. Nein. Lass mich für einen Moment nachdenken. Unser Büro ist nicht sehr bequem. Wenn es gemütlicher wäre, würden wir nicht so schnell müde werden. Ich könnte viel mehr Leute verwalten, wenn ich in einem Raum mit weniger Leuten wäre. Jetzt mal echt. Wie cool ist das, bitte? Das ist ja mega.
So. Hey Chef, ich bin fertig mit meiner Recherche, was ein angemessener Preis für Marks Abenteuer wäre. Gemessen an der aktuellen Trends und Marktforschung Plattform für mir das Gelingungsfaktor von 1 ist ein Preis von $9.99 angemessen. Okay. Für Teams, so dass die Leute, die Teil von ihnen sind, effizient erledigen. Ich beobachte auch, wie motiviert Menschen sind, wenn sie aus der Haus sind, wollen wir als Teams. Okay, cool. So, dann ändern wir den Preis auf $9.99 und hauen das Spiel raus. Das Spiel ist veröffentlicht und dein Job ist erledigt. Woher wissen Sie, ob das Spiel schlecht ist oder nicht? Die Bewertung natürlich. Sie werden sich im Laufe der Zeit häufen und Ihnen einen Einblick in das Gute und das Schlechte geben. Also lesen Sie sie unbedingt. Nice aufgebaut, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool aufgebaut, das Spiel, muss ich auch wirklich sagen. Es ist ziemlich cool aufgebaut. So, hier sind die ersten. Rezession lesen. Marks Abenteuer war anständig. Wer auch immer die Geschichte geschrieben hat, sollte seinen Stift weglegen. Okay. Abenteuerspiele scheinen großartig zu funktionieren auf PC. Die gewählte Zielgruppe war definitiv eine gute Wahl. Erwarten Sie kein Meisterwerk, aber erwarten Sie trotzdem Spaß zu haben. Nicht schlecht. My Chaos. Dialoge 78%, Gameplay 60%, Grafik 77%, Geschichte 32%. Ja, sieht's ja oben da. Wer auch immer die Geschichte geschrieben hat, soll seinen Stift weglegen. Ist halt jetzt nicht so der Burner. Geschichte 32% halt nur. Sound 54%, Weltdesign 100%. Unsere Punktzahl 7 von 10. Plattformgenre, Übereinstimmung entdeckt. Entdeckte Rolle von Geschichte in Abenteuergenre spielen. Publikumsgenre, Übereinstimmung entdeckt. Das ist nur ein kleiner Einblick in das, was dein Spiel richtig und falsch gemacht hat. Wenn Sie mehr Bewertungen lesen, erhalten Sie ein Hallo Katze im Hintergrund, erhalten Sie ein größeres Bild und mit diesem Wissen können Sie bessere Spiele erstellen. Ein gutes Genre-Thema Übereinstimmung wird den Umsatz Ihres Spiels steigern und es für Rezensionen attraktiver machen. Aber das alleine reicht nicht aus, um die Katze im Hintergrund in ein Spiel zu stecken, um ein gutes Spiel zu machen. Der wichtigste Teil, um ein gutes Spiel zu machen, sind erfahrene Entwickler. Sorry für die Katze im Hintergrund. Nun, das ist alles, was ich Ihnen erklären wollte. Mit diesem Wissen ist es Zeit für Sie, sich selbst einer Herausforderung zu stellen. Wir haben das Tutorial beendet. Wenn Sie die Grundlagen kennen, in der nächsten vorgeschlagenen Schritt der Einführungsszenario schließen. Wir gucken uns jetzt mal noch die anderen Dinge so an. Es gab grobe Handlungslöcher in der Geschichte. Ja, die Geschichte wissen wir ja, ne? Die Geschichte war jetzt nicht so der Burner. Dementsprechend haben wir hier halt so ein bisschen, den Salat. Leistung war großartig, gespieltes Abenteuer harmoniert gut mit dem Fantasy-Thema. Erwarten Sie kein Meisterwerk, aber okay, das ist soweit okay. Ich mach doch mal ein bisschen die Musik an. Die ist halt stimmiger, ne? So, die zwei haben wir gelesen. Was passiert in der Geschichte dieses Spiels? Es ist schrecklich. Wissen wir. Es wurde etwas erforscht in Fotografie, was Weltdesign geholfen hat. Die ausgewählte Zielgruppe hat sich in all ihren Aspekten gut für das Spiel erwiesen. Erwarten Sie kein Meisterwerk? Gut, das wissen wir. Auch da 7 von 10. Hier haben wir, glaube ich, auch 7 von 10, oder? Ja, also wir haben eigentlich mehr oder weniger überall 7 von 10, oder? Ja. Team, wissen wir. Fotografie angeht, Abenteuer, okay. Also im Großen und Ganzen ist das Spiel sehr, sehr cool gewesen. Verdientes Geld 41.000. Profit ist derzeit noch bei 0. Bei Minus. Steigt jetzt.
Also wir machen noch kein Plus, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist dasselbe Prinzip im Endeffekt. Und jetzt geht's halt runter und jetzt machen wir ein bisschen Plus. So, die nächste Frage ist, Büroeinstellungen, nee, das interessiert mich erstmal nicht. Hauptmenü. Ich speichere das jetzt mal eben als Save 1 einfach, weil wir können ja jetzt eigentlich dann Aufbau, Angestellte, Projekte, das haben wir alles gemacht. Einführung. Für neue Spieler. Machen Sie sich mit den Grundlagen und Spielmechaniken des Spiels versaut. Starten Sie mit einem Kapital von in einem winzigen Büro mit Ihrem eigenen Charakter, der alles dreimal schneller lernen. Finden Sie langsam den Weg nach oben. Sie müssen den Anweisungen des Investors folgen, wobei einige der Aufgaben zeitlich begrenzt sind. Ich würde es fast sagen, wir machen jetzt einfach hier normal und machen jetzt direkt das Einführungsdingensbummens. Und machen das jetzt einfach. Alter, keine Ahnung. Ich mache wieder dasselbe wie beim anderen auch. 4, 4, 4, 4, 4 und so weiter. Nicht zugewiesen, da haben wir zugewiesen. Zugewiesen. Silberzunge. Dann haben wir Kampfsportart gemacht und Jagen, wenn ich mich recht entsinne. Bestätigen und Spiel starten. Wir machen das Ganze jetzt einfach nochmal selber. So, wir nennen das Ganze auch wirklich so. Das ist jetzt praktisch dann wirklich der Anfang, wie es sein sollte. Okay, Kumpel, willkommen in deinem neuen Zuhause. Betrachte diese Inversion als Schlüssel für deinen zukünftigen Erfolg. Ja, okay. Von meinem hart verdienten Geld, den ich investiere, haben, musst du meinen Befehl für eine Weile befolgen. Diese dir vielleicht auch noch an zwei Leuten reichen. Also solltest du jetzt einen leeren Raum, den du hast, nützlich verwandeln. Okay, also wir haben jetzt nur diesen klitzekleinen Raum. Wir fangen jetzt wirklich klitzeklein an. Das ist okay. Zwei Leute, ne? War, glaube ich, die Rede, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall schon mal zwei Tische. Licht. Ich glaube, eine dritte Person würden wir auch noch reinkriegen, aber ich glaube, dann wird es schon kritisch. So, Toilette brauchen wir ja noch, stimmt. Toilette? Was, du willst doch nicht einfach die Toilette so hinstellen? Ja, dann doch, na, natürlich. Los. Warte, lass mich mal den Tisch wegstellen. So, gib mir mal den Tisch, Mann! Danke! Geht doch! So, wir stellen die Toilette natürlich... Hallo! Gib mir doch jetzt mal die Toilette noch! Katze, was ist los mit dir? So, ich muss eine Wand ziehen. Eine Wand. Eine Gipswand. Eine Ziegelsteinwand. Ist egal, wir machen einfach mal eine Wand. Zack! Da kommt eine Tür hin. Zack! Tür! Licht. Darf nicht fehlen. Es fehlt ein Papierhalter. Ja gut, den machen wir auch noch rein. Das ist ja kein Problem. Problem? Ich weiß nicht wohin. Klatschen einfach dahin, ist egal. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein Büro und so. Und wir machen noch einen Wasserspender. Ein Wasserspender rein. So. Sofort mit der Entwicklung eines Spiels zu beginnen, aber halte deine Pferde im Zaum. Du musst zuerst eine Spielengine erstellen, sie muss nicht großartig sein oder professionelle Industriestandards ansprechen. Nur etwas, mit dem man ein Spiel machen kann. Okay. Das kriegen wir hin. Aber glaube nicht, dass ich nicht über deine Fortschritte nachdenke. Ich erwarte, dass du dieses Ding in 6 Monaten fertigstellst. Okay. Also er macht uns jetzt auch nochmal ein bisschen Stress. So, wir brauchen auf jeden Fall dann noch einen Entwickler, denke ich. Wir nennen die Engine einfach mal, keine Ahnung. CH1, keine Ahnung. Wir nennen sie jetzt einfach mal so. Studio-Team. 2D. Wir machen dasselbe Prinzip wie bei dem anderen auch. Allerdings stellen wir dann, gucken wir, dass wir noch jemanden einstellen.
Wobei, was ist er jetzt? Er ist jetzt der Geschäftsführer. Arbeitet er? Das Sandbox-Genre ist jetzt im Trend. Entstellen Sie ein gutes Spiel, um extra Verkäufe zu erzielen, wenn das Spiel ja noch nicht gut ist, bringt er. Ja, ist ja klar. Rivalen von Agari haben kürzlich schlechte Entscheidungen für ihre Plattform getroffen, was den Plattform hackt. Gut, okay. Okay, er setzt sich selber auch dran, das ist okay. Wird schwierig. Was nehmen wir dann als nächstes am besten? Am besten wäre ja noch ein Entwickler, ne? Wir nehmen einfach noch einen kleinen Entwickler dazu. Mal gucken, ob er annimmt. Wir werden es sehen. Softwareentwickler. Angenommen und fängt heute an. Sehr geil. So, jetzt haben wir noch einen. Jetzt haben wir schon mal zwei Stück im Team. Jetzt erstellen wir erstmal unsere Engine. Zwei-Kanal-Audio gelesen, die kürzlich entwickelt wurde. Okay. Also ich muss schon sagen, dass es wirklich schon sehr, sehr geil gestaltet ist. Und wenn man bedenkt, ich glaube... Ich bin nicht schlechte Entscheidung, okay. Ich glaube, dass das Gebäude sind, die wir dann auch kaufen können. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Könnte ich mir aber vorstellen. Wir könnten dann auch ein bisschen ausgliedern und sowas. Das ist schon... Oh, schon interessant. Aber nun lass uns sehen, ob du dein Händchen dafür hast, Spiele zu entwickeln. Nur damit wir uns einig sind, du musst das Spiel innerhalb von 3 Jahren fertigstellen. Mach es also nicht zu groß, sonst wird es nicht rechtzeitig fertig werden. So, okay, wir müssen jetzt ein Spiel herstellen. Neues Spiel. Wir machen jetzt ein ganz schlichtes... Achso, Team. Erstmal Team auswählen. Wir machen Top-Down einfach. Wir machen eine lineare Geschichte wieder. Thema. Wir gehen wieder auf Fantasy. Diesmal aber auf Strategie. Sandbox haben wir ja leider nicht. Muss ich einen Designer einstellen. Okay. Engine, CH1. Preis setze ich jetzt mal auf 19. Wobei, nee, setzen wir mal auf 14 an. Publikum, auch würde ich sagen, jeder. PC, komplettes Spiel. So, Top-Down, lineare Geschichte. Ein normales Konversationssystem. Oder sollen wir auf das verzichten? Dafür Tipps und Hinweise, wählbarer Schwierigkeitsgrad. Stilsichere Grafik, 8-Bit-Sound. Yeah! Mindestens eine Aufgabe in jeder Kategorie auswählen. Habe ich doch, oder? Oh. Ach so, okay. Ja, dann machen wir das noch dazu. Probieren wir es einfach mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Ich traue dir zu, dass du dieses Spiel innerhalb von 3 Jahren fertigstellst. Ich werde ein wenig hinter den Kulissen gehen, um dieses Spiel ein bisschen populärer zu machen. Also lass nicht locker und verschwende nicht das ganze Geld, das ich dir gegeben habe. Okay, unser Ziel ist es jetzt, das Spiel fertigzustellen. In 3 Jahren, wohlbemerkt. Mintmendo hat eine Alles klar. Hallo Mintmendo. Ob wir es in 3 Jahren schaffen, ist eine gute Frage. Ob wir da noch jemanden einstellen sollten? Ich finde es auch cool, dass die Leute da rumlaufen. Das ist richtig cool. Aha, okay. Origin-Konsole veröffentlicht, ja. Ist okay. Pineapple hat schwere Werbemaßnahmen für... Okay. Ich denke, das schaffen wir aber in 3 Jahren. Das sollte eigentlich, glaube ich, kein Problem sein. Da haben wir die monatlichen Ausgaben. Da steht unser Ruf, Projekte, Mitarbeiter, Büroeinstellungen, Ziele.
Ziel ist natürlich gut. Beende dein erstes Spiel, veröffentliche dein erstes Spiel. 2,5 Jahre zur Fährstrecke verbleiben. Da steht es auch nochmal. Sehr geil. Das schaffen wir. Locker. Wir haben ein paar Probleme drin. Aber die können wir noch rausarbeiten. Das ist kein Problem. Ich bin gespannt, wie das Spiel ankommen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und noch ein bisschen schneller laufen lassen. Alles klar, dein Spiel ist fast fertig. Jetzt ist es an der Zeit für den letzten Schliff. Was mich daran erinnert, dass du deine Qualitätssicherungsfirma kurz Q&A anstellen solltest, um das Spiel zu testen. Sie werden eine Menge Fehler finden, die du übersehen hast, während du daran gearbeitet hast. Alternativ kannst du dein Spieleprojekt immer selbst testen, aber es wird viel mehr Zeit in Arm brauchen, um alle Probleme zu finden. Es sei denn, du hast viele Mitarbeiter. Also mein Rat, das Spiel von einer QA testen lassen, die die Spiele finden lassen, Fehler finden lassen und du behebst sie dann. Wir hätten jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich weiß halt nicht, wie lange das jetzt selber dauern würde. Hey Chef, hast du eine Minute? Was geht? Es wäre cool, wenn wir bowlen gehen würden. Was denkst du? Danke für das Angebot, aber ich lehne ab. Alles klar, kein Problem. Wir müssen jetzt erstmal arbeiten. Sorry. Wir haben noch 2/3, also 2,3 Jahre. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Wenn wir es selber testen, das sollte eigentlich kein Problem sein. Aber Geld gespart. Über mein Gehalt sprechen. Sicher, lass uns reden. Ich habe die letzten Monate hart gearbeitet, habe meine Fähigkeiten stark verbessert und möchte um eine Gehaltserhöhung bitten auf von... Okay, Softwareentwickler Stufe 1 hat für verbesserte Fähigkeit Teamwork Stufe 10. Alles klar, genehmigt. So, und das Spiel ist fertig. Du hast jetzt dein Spiel großartig. Gib es einfach so frei, wie es jetzt ist. Ich habe etwas Marketing dafür gemacht, aber nicht viel. Also erwarte nicht viele Verkäufe. Aber erwarte auch nicht zu wenig. Was mich noch interessieren würde, der Preis halt, ne? Ich hoffe, das geht. Jetzt lehn dich einfach zurück, entspann dich und lass das Geld und die Kritiken eintröpfeln. Geil! Her mit dem Geld und her mit der Kritik, würde ich sagen.